Ein herzliches Hallo, hier ist Ron von Nächster Halt bei Halt. Ein ereignisreicher Tag neigt sich dem Ende. Ach ja, mal ganz kurz zusammengefasst, es gab Mordsstress mit unserem Richard. Also nachdem, das habt ihr im Kurzvideo schon gesehen, in so einem Short, unsere Ackerfläche hinten, das Feld, gepflügt wurde und später der Traktor mit einem feineren Ding halt hinterher ist, ich weiß nicht, wie man das nennt, und wir jetzt wirklich wunderbare, tolle Erde haben. Und das tue ich unheimlich schätzen, weil wir haben ja im letzten Jahr versucht, oder so ein Versuchsfeld angelegt, so mit der Hacke und also dieser Lehmboden, das erstmal ein bisschen durchgehackt zu bekommen von Hand. Das war ein Akt. Und das waren jetzt vielleicht, weiß nicht, das waren vielleicht 20 Quadratmeter, die wir da geschafft haben, im Schweiße unseres Angesichts. Da haben wir schon Kartoffeln angepflanzt gehabt und so Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und so. Es ging eigentlich ganz gut. Und jetzt kam halt der Truck. Also der Traktor kam. Und ja, zum Preis werde ich euch noch ein separates Video machen, weil der Preis scheint mir doch sehr, 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 sehr günstig, weil die Traktoren verbrauchen ja hier auch Sprit bzw. Diesel. Und der Dieselpreis ist hier ja tendenziell immer ein bisschen höher wie bei uns in Deutschland. Also im Prinzip haben wir jetzt quasi den Dieselpreis nur bezahlt. Oder werden wir bezahlen? Jetzt bin ich mal gespannt, aber dazu gibt es ein separates Video. Also da, jetzt aber zum Stress, was den Richard angeht. So, wir haben dann dem Richard gesagt, jetzt, nachdem das Feld jetzt vorbereitet ist zum Sehen, wird nicht mehr durchgelaufen. Er ist ja auch so quer gelaufen. Er und seine Mutter, quer. Und dann haben wir halt dann drüben einfach den Leuten jetzt gesagt, also da war der Schando da und die Tante von Richard war da und der Schanika war da, also der Vater von Richard. Und da haben wir gesagt, also ihr werdet verstehen, dass jetzt bitte nicht mehr durchlaufen. Und alle, klar, kein Problem, was wollt ihr denn ansehen? Und haben wir das halt erzählt, das und das ist geplant. Okay, dann kam der Richard wieder quer durch und dann habe ich gesagt, von weitem nee, nicht und außenrum, also außenrum gelaufen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, so und so. Und auch sein Vater hat ihm das erklärt. Dann gab es wieder eine Zählerei. Da gab es dann wirklich, dann hat er wieder rumgekeift. Und dann wurden alle anderen auch laut zum Richard. Und, so. Und die Tante vor allem auch wieder, ah ja, Richard, spinnst du? Und ja, jetzt, das hast du einfach zu machen. Und er wieder weg, so wie so ein kleines, batziges Kind wieder. So, und jetzt wieder, aber dann so provokativ wieder durchs Feld. Da habe ich gesagt, hey Richard, jetzt komm mal zurück, das, so geht's nicht. Der ist natürlich nicht zurückgekommen. Und sein Vater hat gesagt, wenn ich ihn verwisch, und das, aber das ist auch keine Lösung, dann soll ich ihm einen Tritt geben. Das hat der Besitzer gesagt. Aber das ist ja keine Lösung. Das Problem ist einfach, der Junge ist nicht erzogen. So, ich bin mal gespannt, wenn er wieder angekrochen kommt. Ich habe mir schon mal mit Nicht-Beachtung gestraft. Und da kam er so, ja. Gut, aber das ist keine Lösung. Auch der Bürgermeister hier hat ja gesagt gehabt, Richard ist eine große Belastung auch für die Schule. So, also, naja, ich weiß ja, Richard guckt ja unsere Videos auch und vielleicht gibt es also auch die Möglichkeit, das dann ins Ungarische zu übersetzen. Also lieber Richard, ganz eindringlich, wenn du uns weiterhin als Freund bezeichnen möchtest, dann musst du dich kräftig ändern. So, dann haben wir, was haben wir noch so gemacht? Also das Fahrrad, genau, eins von diesen neu gekauften Mountainbikes. Haben wir jetzt zusammengeschraubt. Cool gewesen. Schon eine Probefahrt unternommen. Das Ding ist echt geil. So, jetzt bin ich nur gespannt, wenn Petra dieses Mountainbike auch benutzt. Ob es ihr dann auch gefällt und so weiter. Und also wir haben ja zwei gekauft, zwei baugleiche. Meins ist so an der Grenze, also so grenznah. Also es passt mir gerade, sage ich jetzt mal, von der Schrittlänge her und bei meinem Schatz auch. Also von meinem Schatz von unten und von mir quasi von oben. Also da passt das Ding eigentlich am besten. Bin ich mal gespannt. Vor allem was dann, aber auch die Reihe. Also ich zeige euch das beim nächsten Short, zeige euch mal dieses Fahrrad. Einfach geil. So, einfach geil. Ja, und dann haben wir noch, gut, was war noch wichtig? Kam der Nachbar an, einmal an, hat gesagt, ja. Also mich hat es schon gewundert, da kam so ein kleiner alter Twingo an und mit STA, also Starnberger Nummer. Und drin war aber ein älterer Ungar, der recht gut Deutsch kannte, der hatte dann nur gesagt, ja,
Er kann Deutsch, er hat schon ein paar Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet. Und dann kam auf der anderen Seite, also auf der Beifahrerseite, ist dann der Tommy raus, unser Nachbar. Und der junge Mann, der auch beim Abladen der Anhänger immer hilft. Und die haben Luft gebraucht. Also der Reifen auf der Fahrerseite war ganz platt. So, und wir haben so eine elektrische Luftpumpe für den Zigarettenanzünder, haben wir das Ding schnell aufgepumpt. So, dann kam der Tommy so 2 Stunden später und hat irgendwas vom Tor gefaselt, ob wir ein Tor hätten. Sag ich, nee, wir haben selbst noch kein Tor, wir müssen ja, ihr seht, wir müssen ja selber hier irgendwie noch ein Tor installieren. Und dann hat sich herausgestellt, nee, er hatte eigentlich nicht gefragt, ob wir ein Tor haben, sondern ob wir mit ihm, mit unserem Anhänger, ein Tor holen könnten, weil da wird ein Haus abgerissen, da gibt es ein altes Tor. So, anscheinend tun sie jetzt von dem vorne in dem Haus doch nicht ausziehen. Und gar kein Problem, sind wir zu fünft hier in Bambuja zum Tor holen gefahren. Und Tor hat wunderbar, oder die 3 oder 4 Elemente haben gut in den Anhänger gepasst. Die sind glücklich, die haben eh kein Geld. So, und dann kam der Vater aber gleich und der ist mitgefahren und sagte, was er uns dann bezahlen dürfte, dafür ja gar nichts. Wenn wir mal Hilfe brauchen, helfen wir, beziehungsweise wir helfen, wenn da Hilfe nötig ist. Und wenn Hilfe unsererseits nötig ist, hoffen wir halt auch, dass Hilfe dann uns dann erteilt wird. So, ansonsten, ne, es ist jetzt ruhiger Tag. Jetzt gibt es gleich noch Schnittchen überbacken. Boah, heute ist ja fleischlos dran. Ja, in diesem Sinne bin ich natürlich unheimlich stolz. Ich habe auch ein kleines Kurzvideo gemacht gehabt. Also 2000 Abonnenten ist der Hammer. Herzlichen Dank. Und vor allem, ich habe jetzt schon mitbekommen, weil der eine oder andere Kontakt hat sich ja schon mittlerweile ergeben. Und da sind wirklich tolle Leute darunter. Also darunter, also ich habe noch keinen Stinkstiefel kennengelernt. Also die Leute, die wir jetzt kennengelernt haben, boah. Liebe Grüße an alle, die wir schon persönlich kennenlernen durften und an alle, die uns wohlgesonnen quasi gucken, uns wohlgesonnen sind und herzlichen Dank und euch allen auch im Namen von meiner Frau Petra frohe Ostern. Das war so eine Kurzmeldung, die aber trotzdem 7,5 Minuten lang wurde aus Bambuja und ohne Abspann und ohne Zeugs, ohne Schneidding oder so. Ich lade das Video jetzt einfach so hoch. In diesem Sinne wünsche ich jetzt ein schönes, wunderbares, langes Osterwochenende. Tschüss.